Welcome everyone to the first talk in the morning. Willkommen zum ersten Talk am heutigen Morgen. Wir sind hier, etwas Neues zu lernen über Betrug in Telefonnetzwerken. Und hier sind Aurélien Francillon und Merve Shahin. Und die werden uns ein bisschen erzählen und ein bisschen ein besseres Verständnis für das Ökosystem des Telefonbetrugs geben. Was kann man überhaupt mit Telefonen so machen? Eine warme Runde Applaus für Aurélien und Merve. Okay. Thank you. Good morning, everyone. Danke, guten Morgen alle. Es ist schön zu sehen, dass es schon so viele Leute hat für den ersten Talk. Also, das Ziel hier ist es, einen Überblick geben über Telefonbetrug. Was gibt es, wie funktioniert es, und dann gehen wir ein paar Themen in mehr Detail an. Und werden einige der Probleme anschauen, wie man das detektieren kann, analysieren kann und so weiter. Also, ich bin Aurélien Francillon, ich bin ein Assistenzprofessor in der Nähe von Nizza und meine Spezialität ist Embedded Systems und eben Telefonsysteme. Wenn ihr wollt, dann kontaktiert mich auf Twitter. Und ich bin Merve. Ich arbeite seit fast 5 Jahren mit Aurélien. Ich habe als PhD angefangen, dann habe ich ein Jahr noch Postdoc gemacht und nächstes Jahr werde ich bei SAP Labs meine Sicherheitsforscherin werden. Also Telefonbetrug. Das Erste, was man dazu wissen muss, ist das älteste Netzwerk, das wir haben, und seit den 1870ern, seit damals schon, haben wir Rückwärtskompatibilität, und das ist ein ziemlich großes Erbe. Und bei praktisch jedem Telefonanruf, den ihr macht, ist eine Abrechnung dahinter. Auch wenn ihr nichts zahlt, ist irgendein Abrechnungssystem dahinter. Und von Beginn weg war da das Ziel, dass man halt gratis telefonieren konnte über diese Betrugsmechanismen. Und heute wird das Ganze ziemlich kompliziert. Man hat verschiedene Technologien, die da zusammenkommen. Voice over IP seit etwa 20 Jahren, einen Riesenhaufen Anwendungen. Und das interagiert alles auch mit dem Telefonnetzwerk. Und das wird extrem kompliziert. Man hatte schon immer viele Anbieter, aber jetzt in den letzten 20 Jahren ist das richtig explodiert und es wird ziemlich kompliziert jetzt. Und man hat eine Riesenmenge an Daten und an Traffic, der da durch das Netzwerk geht. Also, dann schauen wir mal an, wie das Ganze aussieht. Am Anfang hat man ein Telefon. Man hat eine analoge Linie oder eine IP-basierte Linie und das geht zum PBX, zum Exchange. Und die werden dann über verschiedene Verbindungen zum Anbieter verbunden. Und Mobilfunk wird auch über kabellos halt dann irgendwann zum Anbieter weitergeleitet. Und die Telefone werden auch vom Anbieter zu Anbieter weitergeleitet. Wenn man im gleichen Netzwerk bleibt, ist es natürlich einfacher, aber wenn man andere Leute anruft, dann muss das natürlich auch zum anderen Anbieter gehen. Und meistens oder sehr oft geht man noch über einen anderen Anbieter, weil man über mehrere Länder geht oder über Preis oder wie auch immer geht man über verschiedene Routen und man hat oft auch mehrere Möglichkeiten, für welche Route man wählen könnte. So. Die Mobilfunkgeräte heute sind natürlich auch Computer und die können über Voice oder IP und OTT, da kommen wir später doch dazu, können die verbinden und
Das hat natürlich auch eine gewisse Komplexität, das System. Und wenn man ein Mobilfunkgerät von einem anderen Mobilfunkgerät anruft, dann geht man durch das Ganze zurück. Oder eventuell geht man auch direkt über das IP-Netzwerk, das ist auch sehr verbreitet heutzutage. So, und in diesem ganzen Ökosystem haben wir überall etwas Betrugsmöglichkeiten. Wir können den Anbieter haben, der zu viel verlangt. Wir können Fälle haben, wo das Handy oder die SIM-Karte gestohlen wird. Und dann kriegt man sehr hohe Rechnungen am Ende des Monats oder eventuell geht es sogar nur ein paar Stunden und dann wird die Nummer gestrichen. Es kann auch sein, dass man dann kann man auch die internationale die Rufnummerkennung modifizieren und da kann man auch irgendwie Betrug damit treiben und das läuft über sogenannte SIM-Boxen, wo man die Caller-ID verändern kann. Und was heutzutage auch sehr, sehr wichtig ist, sind diese unerwünschten Anrufe, diese Voice-Spam, so Roboteranrufe und die spammen halt und da werden wir auch noch drüber reden. Also, wie gesagt, es gibt ein bisschen Betrug überall. Und wir müssen das verstehen, weil dieser Betrug hat Konsequenzen. Und die sind wichtig. Einerseits mal Geld, es gibt keine guten Überblicke, aber es gibt diese eine Übersicht. Und die schätzen, dass das rund 40 Milliarden Dollar pro Jahr an Kosten verursacht. Und wenn man nur schon die Beschwerden anschaut, dann sieht man in der USA, dass eine halbe Million Beschwerden wegen Spam-Anrufen kommen pro Monat. Und dann gibt es noch die Angriffe auf kritische Infrastruktur. Damit kann man Notfallnummern unerreichbar machen und das hat auch kritische Konsequenzen. Und dann hat es auch noch Effekte auf Dienste, welche von der Sicherheit des Telefonnetzwerkes abhängen. Sei es Zwei-Faktor-Authentikation oder Support-Anrufe. Und hier kann die Zwei-Faktor-Authentifizierung missbraucht werden über so SIM-Swap-Angriffe. Und hier konnten Bitcoin-Wallets gestohlen werden, weil die Leute in den Laden gegangen sind und eine neue SIM-Karte auf die Nummer ausgestellt bekommen haben. Vielleicht haben sie jemanden bestochen, vielleicht auch nicht. Und konnten damit dann Sachen übernehmen. Okay, das kann also alles sehr kompliziert werden und meistens ist es so, wenn Leute darüber reden, wenn Leute online über Betrug reden, dann reden sie häufig über Technik, zum Beispiel PMX-Betrug, aber es gibt nicht so etwas wie PMX-Betrug. Wir haben uns also eine Definition überlegt für Betrug. Und in der Hoffnung, dass es uns hilft, das richtig zu verstehen. Also, wir haben dieses Betrugsschema, das führt zu Betrugsvorteilen. Und wir wollen Techniken betrachten, die das ermöglichen, Betrug zu begeben. Außerdem wollen wir diese Netzwerkschwachstellen angucken und die Hauptgründe dafür finden, für diese Schwachstellen, die Betrug ermöglichen. Um ein bisschen konkreter zu werden, ist hier ein Beispiel, wenn man irgendwie Textnachrichten bekommt, kurze Anrufe, das Telefon klingelt kurz und dann denkst du, keine Nachrichten, vielleicht rufe ich da zurück. Viele Personen, also sie werden einfach ganz viele Leute anrufen und ganz kurz klingen und dann manche rufen an und wenn man zurück anruft, dann gibt es sozusagen eine Premium-Nummer, die Kosten verursacht. Und so machen sie ihr Geld. Wir können das als Callback-Schema bezeichnen. Der Nutzen ist natürlich, dass man einen Teil von diesem Gewinn bekommt, der Prämien-Telefonnummern.
Und ja, die Technik, okay, man spooft Caller-IDs. Es gibt Schwachstellen in dem System. Man kann das Spoofing machen, weil es keine Caller-ID-Authentifikation im System gibt. Es gibt Dinge, die unterwegs sind, das zu fixen, aber wir sind da noch nicht am Ziel. Und am Ende ist das alles nur deshalb möglich, wenn man das unsichere Protokoll des alten Netzwerkes hat. Also wir haben diese Layer, jetzt können wir ein bisschen komplizierter werden. Es gibt also Klassen von Betrug, Klassen von Technik, Klassen von Schwachstellen, von Nutzen. Und ja, wir haben da dieses Schema, das möchte ich jetzt nicht genau angucken, könnt ihr es im Paper nachlesen. Es ist sozusagen der Ablauffaden unseres Vortrags. Wir werden jetzt anfangen, über ISRF sprechen. Bevor ich erkläre, wie das funktioniert, möchte ich erstmal kurz darüber sprechen, wie ein normales internationales Telefongespräch funktioniert. Der Anrufer A möchte den Anrufer B anrufen. Er bezahlt also ein bisschen Geld an seinen Operator. Sagen wir mal, er bezahlt $1. Meistens, also es ist sehr wahrscheinlich, dass es keine direkte Verbindung gibt. Also man wird Transit-Operatoren-Netzwerke benutzen. Okay, hier zum Beispiel Operator A hat verschiedene Konditionen. Er könnte mehrere Transit-Operatoren benutzen und wahrscheinlich hat jeder von denen unterschiedliche Qualitätsmerkmale, unterschiedliche Kosten. Also wird er wahrscheinlich den billigsten nehmen, damit er das meiste Geld behalten kann. Aber diese Entscheidung ist meistens sehr kompliziert. Lass uns mal annehmen, er hat jetzt einfach Transit-Operator 3 gewählt. Da haben wir natürlich für T3 wieder viele Optionen. Er könnte zum Beispiel T4 nehmen und dann schlussendlich wird der Zieloperator Operator B erreicht. Das ist dann auch das Ziel. Was passiert jetzt hier, wenn internationaler Gewinnanteil Betrug passiert? Man könnte eine gestohlene SIM-Karte benutzen, das Telefonsystem kompromittieren. Im Wesentlichen passiert irgendwann beim Ausruf der Transit-Operator, der ein bisschen dodgy ist, ein bisschen unseriös arbeitet. Und der könnte vielleicht mit jemand anderem einen Deal machen und anstatt den Anruf direkt weiterzuleiten, ihn über einen anderen Provider zu rerouten, dann müssen sie natürlich nicht das Geld an Operator B bezahlen. Und können es unter sich ausmachen. Und vielleicht kann man zurückgeben einen Teil der Beute an den Generator. Wir haben dieses Betrugsschema mal analysiert und die Perspektive des Premium Rate Service Providers dabei beachtet. Wenn man online danach sucht, Google International Premium Rate Numbers sucht, gibt es viele, viele Webseiten, die dir erzählen, dass du eine Telefonnummer kostenlos kriegen kannst. Du fängst an, Telefonanrufe dorthin generieren und dann gibt es unterschiedliche Bezahlmöglichkeiten. Und es gibt natürlich auch Support, der dir angeboten wird. Das hier ist ein Beispiel von der Geldauszahlung, Rückzahlung. Wenn ihr also etwa eine Nummer in Weißrussland anruft, kriegt ihr 10 Cent für eine Minute von so einem Call. Eine interessante Sache daran ist, dass diese IPRN-Provider auch Testinterfaces haben. Und das ist notwendig, um als Betrügerin zu finden, ob unser Hijack überhaupt funktionieren wird. Also geht ihr zuerst auf das Testinterface und macht verschiedene Tests. Und prüft, ob der Anruf tatsächlich gehijackt wird und ob ihr dafür tatsächlich Umsatz kriegt. In Facebook, Twitter, they with the user accounts test user accounts and so on. Ja, Facebook und Twitter testen so auch User Accounts.
Wir sehen jetzt hier verschiedene solche Testtelefonnummern aus verschiedenen Ländern. Wenn dieser Testanruf also erfolgreich ist, sehen wir auf der Webseite in Echtzeit, ob der Hijack erfolgreich war oder ob man davon Geld als Rückzahlung kriegen würde. Was wir also gemacht haben, wir haben diese Testportale gecrawlt, 3 Jahre lang. Insgesamt haben wir etwa 1,3 Millionen solche Test-IPRNs angesehen und ungefähr 150.000 Test-Call-Logs gesammelt. Das Erste, was wir gesehen haben, ist, dass die alle Länder in der Welt davon betroffen sind, von diesem Betrugsschema. Aber manche Länder und Kontinente sind mehr betroffen, etwa Afrika, manche Inseln, Russland. Eine wichtige Sache daran ist, dass die Testtelefonnummern nicht wirklich für Betrug benutzt werden. Der Betrüger benutzt verschiedene solche Testnummern, um das Ziel zu testen. Und wenn er damit Erfolg hat, dann widmet er sich einem dieser IPRN-Provider. Und dann wird dieser Betrug in einer Umgebung dieser Zahlen versuchen, solche Hijacks weiterzumachen. Most probably this number is hijacked in a range of 100 or 10,000 numbers, but we don't actually. Damit sind wir also in einer Range von entweder 100 oder 10.000 Zahlen. Wir kennen aber nicht die tatsächliche Range von Hijack. In this picture, okay, it's a bit complicated. So dieses Bild ist etwas kompliziert. Wir sehen den gesamten Telefonnummernraum von Lettland und Kuba. Auf der X-Achse seht ihr die letzten 4 Ziffern. Da sehen wir also die Telefonnummern in Reihenfolge und auf der Y-Achse die ersten 4 Ziffern, also die Geografie im Land. So in Latvia, for example, mobile ranges. Und wir sehen dann in Lettland, dass die Telefonnummern mit 2 anfangen, während sie in Kuba mit 5 anfangen. Und das ist verschieden in jedem Land. Die Test-Telefonnummern sind in Lettland eher bei den 5ern. Ja, sie liegen von Land zu Land woanders. Die roten Punkte sind noch nicht vergeben durch Regulatoren in dem Land. Insbesondere sollten sie also nicht angerufen werden von irgendjemandem und noch nicht benutzt werden. Was ihr auch beobachten könnt, ist diese senkrechten Linien, was im Wesentlichen daran liegt, dass diese Testtelefonnummern in der Regel aus den Anfängen der Telefonnummern-Ranges ausgesucht werden. Und der Rest würde dann benutzt werden für sowohl echte Telefonnummern und damit auch für echten Fraud. Wir haben uns auch verschiedene Provider angesehen in diesem Kontext. Das sind einige Statistiken über solche Provider. Die ersten beiden sind die aktivsten in diesem Setting und tauschen ihre Nummern sehr häufig. Die durchschnittliche Bewerbungszeit für solche Nummern ist ungefähr 5 Tage. After some time these phone numbers start getting blocked by operators. So by changing the numbers frequently they indem sie diese Telefonnummern häufig austauschen, machen sie häufiger erfolgreiche Testcalls. Für die anderen Provider, die ihr in dieser Statistik seht, seht ihr, dass die beworbenen Telefonnummern wesentlich längere Haltbarkeit haben, eher in den 200 Tagen. Was anderes, was wir uns angesehen haben,
ist, ob verschiedene Provider sich eine solche Telefonnummer teilen. Und unter diesen 1,3 Millionen werden nur ungefähr 70.000 von mehr als einem Provider benutzt, in der Regel von zweien. Aber wenn man die letzten vier Ziffern ignoriert, sind 80% dieser Telefonnummern-Ranges geteilt über alle Provider. So after making some observations on these numbers, of course we nachdem wir uns das angesehen haben, wollten wir also irgendwie zu Lösungen kommen, was man damit machen kann. Aus der Perspektive eines Telekommunikationsapparatus würden wir in Call Data Records, also in Anrufdaten, Logs und das Datum, die Quelle, das Ziel, die Länge, Signal ansehen. Was sind die Herausforderungen dabei, also Betrug zu erkennen? Ist erstens, man hat einen nur sehr begrenzten Einblick auf den Anruf. Es ist ein hohes Volumen an Datenverkehr und an Telefonnummern, die angesehen werden müssen. Manchmal sind die Betrugsanrufe tatsächlich als Volumen wesentlich größer als die legitimen für manche Quelltelefonnummern. Und manche NutzerInnen haben einfach verschiedenes Verhalten und Threat Models, Bedrohungsmodelle für Security. Der naive Ansatz wäre also, wir schauen nach den Testnummern und ihren Telefonnummern-Ranges. Das Problem daran ist, es ist unvollständig, weil wir nicht all diese Zahlen in Echtzeit ansehen können. Und außerdem erzeugt das viele False Positives, weil nicht alle solche Anrufe zu verdächtigen Telefonnummern tatsächlich Betrugsfälle sein werden. Also ist unser Ansatz, können wir diese Testzahlen, Testtelefonnummern irgendwie intelligenter benutzen? Wir berechnen dafür eine IRSF-Wahrscheinlichkeit für diese Ziel-Telefonnummern. Hat was mit der Entfernung zu den bekannten Testtelefonnummern zu tun. Und wir berechnen außerdem eine Fraud-Wahrscheinlichkeit für das Zielland, was mit den diesen Premium-Providern im Verhältnis zu dem Rest dort im Land zu tun hat. Das verbinden wir dann mit der Information aus den Anrufslogs, wie viel legitim ist, wir davon vielleicht schon kennen. Wir können Aufzeichnungen von einem kleinen europäischen Operator bekommen. Und den Datensatz, den wir bekommen haben, der beinhaltet vier unterschiedliche ISF-Fälle, drei kompromisierte PBX-Telefonsysteme und ein geklautes SIM. Wir haben also insgesamt 3000 Betrugsanrufe und 150.000 normale Anrufe. Und jetzt haben wir die Eigenschaften, die ich gerade beschrieben habe, benutzt und haben den Random Forest Algorithmus benutzt, um die Telefone zu klassifizieren. Und das sind natürlich vorläufige Ergebnisse, aber es stellt sich heraus, dass der naive Ansatz nicht so gut funktioniert und das hier sehr, sehr viel besser erkennen lässt und weniger falsche Verdächtigungen betrifft, falls positiv beinhaltet. Wir können also diesen Ansatz besser auswerten. Okay, der nächste Betrugsschema, das wir besprechen möchten, ist der Interconnect-Bypass-Betrug. Okay. So, one form of eine Form dieser Angriff over the top bypass ist eine Betrugsschema, wo man eine Route wählt, die nicht normal ist oder nicht die beste Qualität hat oder nicht die wahrscheinlichste Route wäre, und dann daraus Vorteile zu ziehen. Das ist eine generelle Möglichkeit. Da gibt es natürlich mehrere Umsetzungen. Wir reden jetzt über Over the Top, falls ihr das wahrscheinlich schon mal gehört habt. Ist im Wesentlichen, Operatoren rufen andere Netzwerkdienste an,
zum Beispiel Telefon oder Nachrichten Messenger. Und vielleicht erkennt ihr ja die meisten dieser Icons. Und die stehen in Kompetenz, in Konkurrenz zueinander über ihren Service, den sie anbieten wollen. Das ist unfassbar groß mittlerweile. Viele Millionen Nutzer. Es gibt viele von denen, die sind kostenlos oder sehr günstig, aber die müssen natürlich auch irgendwie Gewinn machen. Üblicherweise können sie irgendwie, haben sie Spiele oder Sticker. Und es gibt aber auch Interaktionen mit Telefonoperatoren. Zum Beispiel Skype In und Skype Out sind Beispiele. Man kann also Geld kaufen, um dann Telefonnummern anzurufen, die deinen Skype anrufen und dich auf dem Computer erreichen. Skype Out ist, wenn du von deinem Skype-Account aus internationale Telefonnummern anrufen kannst und diesen Service benutzt. Und das funktioniert auch, also alles gut. Aber was ist denn jetzt OTT-Bypass-Umgehung? Das ist nicht so schön und ich erzähle gleich warum. Der OTT-Bypass-Anruf funktioniert über internationale Telefonanrufe. Man sieht also den originalen Operator und dann gibt es diesen Transit-Operator und den Zieloperator und natürlich teilen sie sich irgendwie Gewinn auf. Im Fall von OTT-Bypass könnte das auch ein Telefon, also kann es ein Telefon sein, der von einem mobilen oder einem Festnetzanschluss kommt, das ist egal. Es benötigt jedenfalls ein Smartphone mit der OTT-Applikation und einer SIM-Karte. Der Transit-Operator macht einen Deal mit dem Provider des Dienstes auf dem Telefon und dann werden sie den Call über den Anruf über deren IP-Netzwerk routen. Und das wird dann auch nicht auf dem normalen Telefoninterface klingeln, sondern auf der Applikation. Das funktioniert natürlich über internationale Kommunikation. Das Ding dabei ist, dass der Transit-Operator nichts mehr an den Terminating Operator bezahlt, sondern sehr viel weniger an den OTT-Provider, der natürlich ein bisschen Gewinn macht, aber billiger ist als der ursprüngliche Operator. Und der Transit-Operator kann mehr Geld behalten, also sind die zwei happy. Okay, das Problem daran könnte zum Beispiel die Qualität sein. Du bezahlst ja einen gewissen Service und dann bekommst du aber etwas anderes. Du hast bezahlt für Premium-Routing und bekommst dann halt vielleicht schlechte Qualität. Der Angerufene hat dasselbe Problem. Manchmal kommt der Anruf gar nicht durch. Man hat auch keine Telefonweiterleitung und man hat auch keinen Anrufbeantworter, den man vom mobilen Anbieter hätte. Das größte Problem hat der Zieloperator, denn er verdient kein Geld mehr. Er wird nicht mehr bezahlt. Um das zu untersuchen, haben wir ein kleines Experiment gemacht. Wir haben 8 Telefone genommen mit SIM-Karten aus 8 europäischen Ländern. Okay, die haben wir dann irgendwie an Freunde verteilt in 8 Ländern. Und dann haben wir Telefone angerufen, die in Frankreich sind und von einem Operator kommen. Und wir haben dann sozusagen den angefragt, dass er uns die entsprechenden Daten zu diesen Anrufen gibt. Wir haben 15.000 Anrufe gemacht in diesem kleinen Netzwerk. Und dann haben wir angefangen zu messen. Die erste Überraschung ist, dass ungefähr 80% der Anrufe über das OTT-Netzwerk gehen. Und das ist echt schwergewichtig. 80% ist schon ganz schön viel, das hat Relevanz. 6 aus 8 Ländern hatten dieses Problem des Hijacks und der Umleitung. Es gab unterschiedliche Betrugsschemen, die das benutzt haben. Das ist irgendwie witzig. Hier ein Beispiel. Wir haben aus dem Vereinigten Königreich angerufen mit einer dortigen Telefonnummer.
Als erstes hatten wir erwartet, dass der Anruf auf der SIM-Card terminiert über einen bestimmten Transit, aber dann dass es am Ende auf dem Mobilgerät ankommt und diese Telefonnummer klingeln wird. Aber manchmal haben wir tatsächlich gesehen, dass es in der Realität über SIM-Box funktioniert und dann wir erhalten einen Anruf, den wir generiert haben, aber nicht mit der Telefonanrufer-ID, die wir erwartet haben, sondern etwas anderes. Man könnte zum Beispiel eine gestohlene oder alte Betrugs-SIM-Card benutzen dafür. Okay, in 36% gab es diesen OTT-Bypass, den wir davor erwähnt haben. Das Telefon klingelt also nicht im Mobilfunknetz, sondern man hat diese OTT-Anwendung, die klingelt. Also das passiert in 36% aller Fälle. Und dann der lustigste Teil daran ist, ein Teil der Anrufe geht erst über SIM-Box und dann über OTT-Bypass. In dem Fall sieht man dein Telefon mit einer russischen Absendernummer anrufen und du fragst dich, wer ruft an? Und du fragst dich, wer ruft an? Und das ist ein bisschen seltsam. Und da gibt es halt irgendwie mehrere Kombinationen. Das kann für den Nutzer echt sehr verwirrend werden. Am Ende haben wir also hier unser Paper, wo wir das beschreiben und auch was wir heute schon beschrieben haben. Dieser Betrug kann echt großen finanziellen Verlust für die Operatoren bedeuten. Man kann also das Telefon dazu bringen, dass es eine Minute klingelt für den Anrufenden, bevor der Angerufene tatsächlich abnimmt. Und das ist natürlich problematisch, weil vielleicht hat der Anrufer schon lange aufgelegt, bevor du das hörst. Und dann gibt es natürlich Qualitätsprobleme, aber wenn man da hinguckt, da gibt es echt null Vorteile für den Nutzer und das, glaube ich, ist das größte Problem. Irgendjemand macht Gewinn und du hast aber nichts davon. Okay, jetzt würde ich an Mary wieder übergeben. Die redet dann gleich über spannende Themen des Voice Spam. Also ja, ich denke, VoiceSpam ist tatsächlich etwas praktischer, als was wir uns vorher angesehen haben. Das ist etwas, was wir alle hier in diesem Raum schon mal erlebt haben, mindestens einmal. Also, was nenne ich VoiceSpam? Für mich ist so ein Spam-Anruf ein mindestens unerwünschter oder vielleicht sogar missbräuchlicher Anruf. Das ist ein schon lange existierendes Problem mit vielen Lösungen, die eher unvollständig funktionieren, wie etwa Caller-ID, Black-and-White-Lists oder was soll ich wissen. Also sind andere Menschen mit anderen Lösungen angerückt. Man sagt etwa, dass es die permanente Lösung wäre, entweder taub oder ein Kind zu sein. Oder man trollt zurück auf die Scammer. Mit einem Windows-Support-Scammer für 2 Stunden. Das sind natürlich auch Lösungen, nicht besonders effizient. Und ja, 2 Stunden mit dem Scammer benutzen verschwendet auch einfach die eigene Zeit. Aber man sollte nicht seine eigene Zeit darauf benutzen müssen. Hallo, das ist Sammy. Schönen Tag, ich rufe aus dem Support-Center an, der Anruf geht um Ihren Computer. Ich kann Sie praktisch nicht hören, Entschuldigung. Entschuldigung? Ja? Ja, ich möchte Ihren eigenen PC sprechen und Ihr Windows-Betriebssystem. Und so fort. Also, Lenny habt ihr sicher schon gesehen. Das ist der, den ihr gerade gehört habt. Er benimmt sich wie defensiver Chatbot, um sich gegen VoiceSpammer zu wehren. Lenny ist von einem anonymen Erschaffer. Es
funktioniert erstaunlich gut. Mit verschiedenen solchen Spammern. Es ist extrem beliebt online. Ihr findet einerseits eine YouTube-Page von einem solchen öffentlichen Deployment von diesem Chatbot. Und ihr findet sehr viele solche Spam-Call-Aufnahmen, an denen Lenny angenommen hat. So, wie funktioniert das jetzt für uns? Der Spammer ruft den User an. Der User nimmt jetzt entweder sein Handy oder sein Festnetzgerät, transferiert das zu einem Telefonieserver, auf dem Lenny läuft. Also etwa, dass ihr einfach Call Forwarding dafür einrichtet und dann landet es auf dem Server. Jetzt mutet sich der Nutzer selbst und damit interagiert nur noch Lenny mit dem Spammer. Dann besteht Lenny einfach nur aus voraufgenommenen Audiodateien und ein bisschen Script, den am Sprechen hält. Was ihr seht, da ist weder Spracherkennung noch künstliche Intelligenz dahinter. Aber dieser Chatbot funktioniert wirklich, wirklich gut. Und es funktioniert so gut, weil diese Aufnahmen sich wie ein Gespräch anfühlen. Und damit funktioniert es als ein Honeypot für viele Interaktionen mit solchen Spam. Wie ich sagte, es gibt so einen YouTube-Channel mit Aufnahmen von Lenny und Spammern. Wir haben einfach mal zufällig 200 von solchen Anrufen gewählt und transkribieren lassen mit einem kommerziellen Service, etwa 2000 Minuten solcher Anrufe. Dann haben wir diese Transkriptionen natürlich analysiert. Das erste, was wir sehen, in diesen 200 Anrufen, sind etwa zwei verschiedene Typen von Spam. Je nach Land habt ihr dann also Regulationen, also hier jetzt etwa in den United States, was legitim wäre. Hier geht es dann also um Fundraising oder politische Kampagnen in den USA. Dann finden wir so in der Mitte Telemarketing-Calls, bei denen man immer nicht so richtig sicher ist, ob das eigentlich legitim ist oder nicht. Und dann finden wir halt aber auch völlige echte Scam-Calls, wie Menschen, die behaupten, Tech-Support zu sein oder sonstige Scams betreiben. Lenny ist tatsächlich effektiv gegen all dieses Voice-Spam, also von legitimem Fundraising bis hin zu tatsächlichem Tech-Support-Scam. Die Spammer-Interaktionen mit Lenny plotten sich etwa so. Lenny hört nie selbst mit dem Anrufer auf. Er redet und redet und redet. Also muss der Anrufende an irgendeinem Punkt mal aufgeben. Manche davon versuchen das und versuchen tatsächlich, sich zu verabschieden und auszuhängen. Manche legen einfach so auf. Und ihr seht, dass hier die Scammer einfach gemessen an den anderen viel, viel häufiger aufhängen, als sie das mit einer ordentlichen Verabschiedung tun. Ihr seht außerdem, dass die Anruflänge von solchen Scam-Calls deutlich unterdurchschnittlich verglichen mit den anderen Typen ist. Und zuletzt finden wir, dass die Scammer am meisten fluchen, wenn sie mit Lenny interagieren. Ich habe wiederholt gesagt, dass Lenny extrem effektiv ist. Warum sage ich das? Das eine ist, unter diesen 200 Anrufen ist die durchschnittliche Anrufdauer etwa 10 Minuten. Das gilt tatsächlich für alle diese Anrufe und auf der Playlist auf YouTube. Das ist also schon ziemlich hoch. Innerhalb dieser 10 Minuten gibt es 58 Gesprächszüge, also wo es hin und her geht.
Und dabei werden Aufnahmen von Lenny im Schnitt 1,7 Mal wiederholt. Nur in etwa 5% der Fälle wird Lenny ausdrücklich als Bot oder Aufnahme von den Anrufenden erkannt. Wir haben also hier noch mit Sozialwissenschaftlern, mit einem Sozialwissenschaftler zusammengearbeitet, um uns mit der Methode von Gesprächsanalyse das anzusehen auf 20 Anrufen in größerem Detail. Und dann sehen wir uns also genauer Lennys Züge an. Hallo, das ist Lenny. Oh, das tut mir leid. Ich kann dich praktisch nicht hören. Ja. Oh, schön. Ja. Wie ihr seht, sind diese Aussprüche sehr kurz, sehr einfach, aber fühlen sich wie natürliche Sprache innerhalb von einem Gespräch an und sind ziemlich generisch. Und da sind Zögerungen und Wiederholungen und so drin, das macht es Sinn natürlich. Manche dieser Züge initiieren auch mal eine neue Aktion oder manche sind tatsächlich direkte Antworten oder fühlen sich wie direkte Antworten an. Etwa der vierte kann Akzeptanz, fühlt sich jedenfalls enthusiastisch an, je nach Kontext. In diesem Beispiel sehen wir, wie diese einfachen Sprüche in Credit-Card-Scam reinpassen. Also, ja, ihr seht hier einen Kreditkarten-Scam-Anruf. Der Adam sagt direkt, warum er anruft und fängt an mit einer Frage. Aber die bevorzugte Antwort ist ein Ja. Und Lenny stört diesen Ablauf. Und er sagt, ich kann dich praktisch nicht hören. Und dann seht ihr, dass der Anrufende sich einfach wiederholt und nochmal seine Frage von vorhin stellt. Und die nächste Antwort von Lenny sagt tatsächlich ja. Ganz so, als ob nichts Seltsames passiert wäre. Lenny ist also ein einfacher, aber irgendwie subtil effektiver Chatbot mit voraufgenommenen festen Zügen. Fühlt sich natürlich an, so als älterer Anrufpartner, fühlt es sich natürlich an, dass er die so gut hört. Und damit hat er eine erstaunlich gute Fähigkeit, das Gespräch zu kontrollieren. Und bringt den Anrufenden dazu, sich daran anzupassen. Lenny ist ein spezialisierter Chatbot. Er funktioniert innerhalb von diesem Scam-Kontext sehr gut. Wird auch in anderen Kontexten wahrscheinlich funktionieren. Das ist also immerhin ein effektiver Weg, diese Voice-Spam-Kampagnen wenigstens aufzuhalten. Okay, danke. Jetzt wenn wir nochmal kurz zusammenfassen. Telefonbetrug ist sehr wahrscheinlich auch in Zukunft noch ein signifikantes Problem. Es gibt mehrere Schwachstellen, die nicht einfach zu fixen sind. Es gibt Möglichkeiten, Sachen zu reparieren, zum Beispiel in ITF-Protokollen, aber es wird auf jeden Fall Zeit brauchen. Und neue Technologie wird in derselben Zeit neue Probleme mit sich bringen. Es gibt zum Beispiel, am Anfang der Telefonie wurden viele Sachen gebaut, weil viel gebraucht wurde,
Also gab es viele Möglichkeiten, daraus irgendwie Vorteile zu ziehen. Wir haben viel Überwachung oder die Übernahme von Anrufen gesehen, gehört. Das kann halt alles auch missbraucht werden, um davon zu profitieren, von Betrügern. Am Ende ist es sehr interessant zu sagen, dass es die Telefonoperatoren nicht gegen Betrug vorgehen werden, wenn sie nicht mehr verlieren, wenn sie nicht mehr dafür bezahlen, als sie verlieren. Es ist also gut, in Konkurrenz zu stehen. Okay, damit möchte ich mich bei euch bedanken und kommen wir zu den Fragen. Thank you, Mary and vielen lieben Dank, Marion Schenk und Aurea. Vielen lieben Dank für euren Vortrag. Wir haben Fragen vom Publikum. Bitte kommt an die Mikrofon. Da ist Mikrofon Nummer 2, bitte. Hi, vielen lieben Dank für den Vortrag. Ich wollte fragen, Anrufe, die über die Apps geroutet werden. Der Schaden für den Nutzer ist vielleicht klein oder vielleicht akzeptierbar oder vielleicht sogar positiv. Aber was ich nicht verstehe, der Endnutzer kann sehr schnell mitbekommen. Er realisiert ja, welcher App das anruft. Also es gibt ja quasi die Möglichkeit, das zu verfolgen und das sollte sehr klar beweisbar sein. Also ich hätte jetzt erwartet, dass wenn ihr die Nummern verfolgt, dass irgendwie 0,8, 0,2% irgendwie sich verstecken und diese große Art von Schnittstellen, warum wird da nichts dagegen gemacht? So, wenn ich das richtig verstehe, hast du also eher erwartet, dass es nicht 80, sondern eher 0,2 oder 8% sind? Ob man das erkennen kann und so, hängt natürlich davon ab, irgendwie welches Telefon. Ah, nein, das hängt von deiner Perspektive ab, je nachdem, in welchem Land du bist, welchen Provider du hast, welche Apps du benutzt, ist dein Fraud-Volumen möglicherweise sehr hoch, aber auf die globale Welt kann das potenziell immer noch sehr, sehr niedrig sein. Etwa. Ja, in gewissen Ländern haben wir halt viele von diesen Bypass-Attacken, in europäischen Ländern. Weil in manchen europäischen Ländern nicht so hoch, auch in Ermangelung von Regulierung. Außerdem würdest du vielleicht gar nicht erwarten, oder würdest du es nicht verdächtig finden, dass die Person dich auf dieser App anruft. So, das hängt von euch ab. Im Prinzip wäre es also tatsächlich offensichtlich. Man kann es deaktivieren, wenn man in seinen Einstellungen lange genug sucht. Für die Provider ist es allerdings schwer zu überwachen, weil sie nicht erkennen können, dass diese Umleitung passiert. Okay, Mikro 4 bitte. Hi, danke für den Vortrag. Habt ihr Statistiken, welche Apps für OTT benutzt werden? Ja, haben wir, aber das möchten unsere AnwältInnen nicht, dass wir das veröffentlichen. Google ist einfach, ist zu finden. Eine Frage aus dem Internet vom Signal Angel. Das Internet möchte wissen mit dem Rückrufspam, wo die Route gehitchhackt wird. Wer bezahlt dafür? Ist es der Anbieter oder der Endnutzer? So. Also bei dem Callback-Scam bist du ja der Nutzer und rufst diese Premium-Telefonnummer an. Also bezahlst du dafür und damit auch für den Callback. Ein Teil also der Kosten, die du bezahlst, gehen damit an die betrügende Person. Okay, Mikro 1 bitte.
Welche Anwendungen habt ihr für eure eigenen Studien benutzt, um diese Anrufe hinzubekommen? Oder wollt ihr das nicht erzählen? Oder würde ich das irgendwo finden? Um die Telefonanrufe zu rufen? Nein, ihr habt eine Studie gemacht mit den Prozentsätzen für OTT mit 80% Betrug und so. Und welche Applikation habt ihr dafür benutzt? Ich denke, er fragt nach, welche Programme machen diesen Bypass? Ja. Das möchten auch wieder unsere AnwältInnen nicht, dass wir das teilen. Also es sind mehrere Anwendungen, oder wie? Gibt es, wir kennen eine und damit haben wir die Experimente gemacht. Wir sind nicht sicher, ob es nicht mehrere gibt, die dasselbe tun. Okay, Mikrofon 5, Wenn es um die SIM-Box-Betrug geht, wo kommen die SIM-Karten her und wie können die Betrüger vermeiden, dass sie den Anruf bezahlen müssen? Weil ich erwarten würde, dass ein Anruf von der SIM-Karte nicht billiger sein wird als anderes Routen. Ja, wo kommen die SIM-Karten her? Es gibt mehrere Wege. Das eine ist gestohlene SIM-Karten, das ist ziemlich unwahrscheinlich. In manchen Ländern kann man SIM-Karten kriegen, ohne seine Identität anzugeben. In den Ländern ist es viel einfacher, an große Mengen von SIM-Karten zu kommen. Und mehrheitlich benutzen sie, missbrauchen sie diese SIM-Cards, sagen wir etwa, wenn ein Provider eine Werbemaßnahme hat und sagt, rufe aus Russland nach dieses Zielland an, dann werden sie Mengen davon kriegen. Durch Werbung geförderte Preise. Ja, die Provider haben ja für jedes Ziel so einen Preis. Und dann machen sie vielleicht einen Fehler und sagen irgendwie, Zimbabwe und Deutschland kostet dich dasselbe. Und wenn der Betrüger das findet und sagen wir etwa 5 Cent statt 35 Cent in das Zielland, dann wird er natürlich Unmengen von diesen SIM-Karten kaufen. Ich glaube, es gab einen zweiten Teil der Frage, die wir ausgelassen haben. Okay. Mikro 3, bitte. Google hat einen sehr, sehr guten Chatbot entwickelt für Telefonanrufe. Wird es möglich sein, würde das sowas wie Lenny 2.0 sein? Ja. Ich denke, dass der Punkt mit Googles Chatbot ist, sie müssen sagen, es wäre eine. Ja, die könnten dafür auch benutzt werden, aber sie sind designed für was anderes. Von Google gibt es einen Dienst, der solche Spam-Calls tatsächlich beantwortet. Weiß ich nicht viel drüber. Es gibt aber auch einen Chatbot, der Reservierungen für dich macht. Was also eine viel kompliziertere und bessere künstliche Intelligenz dahinter sein sollte. Mit ein bisschen Gesprächsanalysentechniken. Es gibt natürlich viele solche Provider, also Alexa oder Google Home. Und da wundert ihr euch nicht über die synthetische Stimme, da erwartet ihr einen Bot. Für Lenny braucht man. Aber also für Lenny ist es halt schwierig zu erkennen, dass das dass das ein Bot ist, weil es ja tatsächlich echte Aufnahmen sind und es nicht in dem Moment synthetisiert wird. So, und das muss man hier halt so dann natürlich für Lenny 2.0 auch wieder schaffen. Diese Bots werden also beim Synthetisieren von Sprache gerade besser. Und wenn sie ausreichend gut werden, dann könnte man vielleicht so Lenny weiterentwickeln. Okay, Mikro 2 bitte.
Ich habe noch eine Frage zu dem OTT. Woher weiß man, dass die OTT-Applikation auf dem Zielanrufgerät installiert ist? Woher wissen Sie das? Und braucht dieser Betrug die Voraussetzung, dass der OTT-Anbieter quasi Teil der Betrugsmasche ist? Oder sind die sozusagen ein nebenläufiges Opfer dieses Betrugs? Wie es funktioniert, ist, dass die OTT-Provider bewerben, dass sie die Calls dorthin schicken. Wenn wir also so einen Deal haben, dann empfange ich meinen großen Verkehr hier und schicke ihn nach Afrika. Dann geht es über die Deutsche Telekom nach Orange und die verdienen ihren Anteil, möglicherweise über 20 solche Routen. Der Punkt ist, man kann den Anruf nur dann weitergeben an diesen Operator. Genau, dann wenn die App dort auf diesem Telefon läuft, also ja, installiert ist und läuft, dann registriert man halt diese OTT-App mit dieser Telefonnummer bei dem Provider. Und der Operator kriegt halt einen Heartbeat und weiß, dass das Telefon aktiv ist. Also wird der Operator versuchen, diese Anrufe über das OTT-Network zu schicken. Wenn es funktioniert, ist es gut. Wenn es nicht funktioniert, dann wird es als Fallback auf ein anderes Netzwerk gehen. Genau, es wird also die OTT-Application bevorzugt, weil die den präferierten Deal hat. Aber wenn es nicht funktioniert, dann nehmen wir einfach einen anderen Fallback. So ist gerade unser Verständnis davon, wie es funktionieren sollte. Okay, Mikro 1 bitte. Im ersten Betrugsfall, wie können die betrugenden Operanten sicherstellen, dass sie den Anruf bekommen und nicht andere? Gibt es da Listen von Betrugsoperatoren? Es gibt keinen Weg, wirklich sicher zu machen, dass du den Anruf kriegst. Die BetrügerInnen rufen also verschiedene solche Ziele auf den Testnummern und so an, wie wir gesehen haben. Dann sehen wir sehen uns einfach viele von diesen Transitoperatoren an, wie etwa Orange. Wir sehen, es gibt viele davon. Dann einfach rein anteilig ist es nicht wahrscheinlich, dass da ein hoher Betrugsanteil ist. Ja, sie stellen nie sicher, dass sie den Anruf kriegen. Ja, sie hoffen einfach, dass sie angerufen werden. Ja, ich weiß, dass diese Telefonnummer gehijackt wird. Und dann nehmen wir halt eine neue Nummer und versuchen, auf der Geld zu generieren. Und dieses Caller-Routing ist tatsächlich ziemlich dynamisch. Das heißt, heute funktioniert es und morgen vielleicht nicht mehr, weil die Route schon wieder neu ist. Mikro 5 bitte. Habt ihr Statistiken darüber, an welcher Betrugsmasche stattfindet, und habt ihr Ideen, also wisst ihr was über die Leute hinter diesen Betrügen? Weil ich weiß als Fakt, dass es Gefangene gibt, die irgendwie wo anrufen und sagen, deine Tochter hat einen Verkehrsunfall und du musst das und das bezahlen.
So, ja, so die Betrugsmaschen habe ich nicht viel Ideen von. Also Telemarketing, natürlich gibt es da viele solche Callcenter, die das machen. Tatsächliche Betrugsmaschen, weiß ich nicht, wer dahinter sitzt. Für Telefoniebetrug könnt ihr etwa auf CFC sehen, das ist nicht sehr genau, aber es gibt euch eine Idee. Und da sehen wir auch, was die Operatoren behaupten, was es sie kostet. Dann sehen wir das IRSF, der Fraud, den wir uns angesehen haben, ein großer Anteil ist. Simbox ist ein großer Anteil. Und wer macht das? Das hängt wahrscheinlich sehr davon ab, auf welchem Operator ihr euch das anseht. Da gibt es Menschen, die ihre kleinen Fake-Betriebe betreiben. Viele von diesen Telekommunikationsoperatoren sind tatsächlich nur Ein-Personen-Unternehmen, die irgendwo so einen Telefonie-Server haben. Die einfach ein bisschen legitimen Traffic mit ein bisschen Betrugstraffic mischen. Und das ist ein ziemlich kompliziertes Ökosystem, was wir jetzt noch nicht erklären können. Okay, wir haben leider keine Zeit für weitere Fragen, also lass uns die Vortragenden bitte noch einmal mit einem großen Applaus begrüßen.